Mein Lieblingsgebäck wirst du hier jetzt verwandeln in einen, wie nennst du das, Stollen-Cupcake? Oder? Ja, es ist ein Cranberry-Christstollen-Cupcake. Mhm. Ohne und Hefe. Ich liebe Stolle, ne? Oh, der wollte sehr lecker schmecken. Was müssen wir als erstes tun? Wir werden erstmal die Butter mit dem Zucker zusammen aufschlagen. Den klassischen Christstollen kennen wir seit dem 14. Jahrhundert. Er soll an das eingewickelte Jesuskind erinnern. Wir könnten auch in der Zwischenzeit schon mal die Cranberries hacken. Mhm. Mit dem Kokos zusammen. So, die müssen klein gemacht werden. Genau, mit so. Da machen wir jetzt Kokos noch mit rein. Das sind super, die großen Cranberries. Was kommt da jetzt dazu? Der Rum? Der Rum werden wir jetzt reinmachen. Einfach reingießen, genauso drüber. Dass es schon mal ein bisschen einweicht. Dann können wir es ein bisschen vermengen gleich. Ich würde schon mal die Orange nehmen. Also Orangenschale kommt noch rein? Genau. Und? Der Saft der Orange und das Fruchtfleisch. Also okay. Wir wollen die Orange komplett haben. So. Jetzt riecht noch Weihnachten. Oh. Ja, Apfelsinen sind für mich immer Weihnachten. Ja, total. Guck mal, unser Teig ist schon ganz weiß. Sieht super aus. Der ist da können wir jetzt auf jeden Fall die Eier mit reinmachen. Okay. Die Eier direkt da reingeben? Die Eier können jetzt direkt da rein, genau. Oh, wie fluffig das schon aussieht, ne? Und während der Teig noch fluffiger wird, mischen wir schon mal die übrigen Zutaten. Das sind 350 Gramm Mehl und Backpulver, 2 Teelöffel Zimt, 1 Teelöffel Kardamom und 1 Teelöffel Ingwer. Das kommt alles mit in die Rührschüssel und wird vermengt, bevor es nach und nach mit zu dem Teig gegeben wird. Aber das ist ja längst noch nicht alles. Honig muss Weihnachten natürlich mit rein und Orangeat, gehackte Walnüsse und die Cranberry-Masse dürfen wir natürlich auch nicht fehlen. Hey, ausmachen? Ja. Bist du dir ganz sicher? Ja. Kommt da nicht noch irgendwas rein? Nein, das war's. Doch, ich habe was vergessen. Da steht's. Vanille. Vanilleextrakt, natürlich. Wie viel? 2 Teelöffel, sagen wir mal. Vanille muss immer mit ran. Ich mach's nach Gefühl. Das ist immer sowieso ganz wichtig beim Backen, dass man da so ein bisschen Gefühl hat. Liebe kommt da jetzt mit rein. Liebe, ganz viel. Darfst du aufhören? Jetzt darfst du endlich aufhören. So, oh, sie ist ganz warm. Sie hat sich warm gearbeitet. Ein Bergteig oder besser gesagt eine Schüssel voll. So, einfach reingeben. Genau. Oder? Ich nehme dazu immer 2 Löffel. Mhm. So. Ganz beherzt hier rein. So. Mhm. Wichtig ist, dass wir wirklich erstmal nur so ein kleines bisschen reinmachen. Warum? Weil da drüber kommt jetzt immer noch so eine kleine Schicht Marmelade. Wir haben jetzt hier Ingwer und Aprikosenmarmelade. Mhm. Ich mische das jetzt hier mal. Soll ich einfach zusammenkippen? Genau. Nehme ich einen kleinen Löffel dazu. Köstlich. Das vermengen wir jetzt hier so schön. Jetzt einen kleinen Klecks darauf. Da kommt noch ein kleiner Klecks drauf. Wie viel ist denn bei dir ein kleiner Klecks so? Ja. Vielleicht noch eine Idee mehr. Ich mache das echt. Man weiß immer, ja. Wir müssen noch den Marzipan ein bisschen schneiden. Was passiert damit? Da nehmen wir jetzt so 2 bis 3 Stücken und dann werden die einfach ganz lustig hier reingesteckt. Mhm. So, und das machen wir jetzt überall. Hier kommt jetzt noch mal ein Klecksteig drauf und dann... Ein Klecksteig? Ein Klecksteig. So, dass es nicht ganz voll ist. Wie bist du auf die Idee gekommen, so einen Cupcake-Stollen zu machen? Oder Stollen-Cupcakes? Ja, also ich muss sagen, die richtigen Stollen, die schmecken mir nicht. Ich mag die wirklich gar nicht. Frevel! Ja, ich weiß. Ich habe alles versucht, aber die sind mir einfach zu trocken. Ich hatte wirklich noch keine, da steht immer überall drauf, saftig, aber die sind nie saftig. Und da dachte ich mir, gut. Dann kaufst du die falsche. Ich denke auch. Du solltest mich beraten. Und dann dachte ich, gut, dann machen wir Cupcakes, eine Creme oben drauf, innen drin halt alles ein bisschen saftiger als gewohnt und... Mhm. Ja, da waren sie geboren, die kleinen Freunde. Und was hat dich dann nach Leipzig verschlagen, dass du da deine Cupcakes verkaufst? Wegen der Liebe. Ist das so romantisch. Der Backliebe. Dann daraus ist eine Backliebe entstanden, genau. Ich wollte immer was Eigenes haben und
Ja. Und dann warst du so mutig und hast einen eigenen Laden aufgemacht. Genau. Und warum heißt der so, Marshalls Mom? Ich habe keine Geschichte dazu. Es ist ganz langweilig, ich fand den Namen schön. Hm. So, die kleinen Cupcakes hier müssen jetzt in den Ofen. Bei wie viel Grad? 175, 30 Minuten. 30 Minuten. Na gut, so lange muss ich mich wohl noch gedulden. Isabels klassischer Stollen mal ganz anders. Sie schlagen die Butter mit Zucker schön schaumig. Dann legen sie die Cranberries mit den Kokosflocken in Rum und Orangensaft ein. Die Schale der Orange nicht vergessen. Zu der Butter-Zuckermasse kommen dann noch die Eier dazu und noch portionsweise die lecker weihnachtliche Mehl-Gewürzmischung samt Walnüssen. Danach geben sie noch die Cranberry-Masse dazu und dieser sehr nahrhafte Teig kann dann auch schon in die Muffinförmchen, wo er noch mit Marzipan und Marmelade veredelt wird. Nach 30 Minuten im Ofen haben sie viele goldige kleine Stollen gezaubert. Die sehen super aus. Toll. Ja, ein bisschen kross oben, so muss es sein. Die kleinen Kerle. Oh, vor allen Dingen, man riecht auch das Kokos so lecker raus, ne? Und den Rum und ach, lecker. Super. Perfekt sehen sie aus. So, oh, heiß. Rockin' around the Christmas tree at the Christmas party hot. Ich habe ja schon mal Frosting jetzt vorbereitet, weil du hast gesagt, du machst Cupcakes. Da habe ich gesagt, hoch, dann mache ich das Frosting. Das ist ja sozusagen das Mützchen. Und ich habe Frischkäse, Butter, Puderzucker, einen Spritzer Zitrone zusammengerührt und ein bisschen Honig. Mhm. Ist auch ganz toll geworden. 4 Esslöffel von diesem Frosting habe ich dann noch mit Lebensmittelfarbe Rot eingefärbt und beides 3 Stunden kalt gestellt. So, sollen wir die lieber rausnehmen? Dann werden sie unten auch noch schön kühl, ne? Weil oben sind sie ja jetzt schon, ja. Die Muffins müssen gut auskühlen, bevor das eisige Frosting auf die kleinen Cranberry-Stollen aufgespritzt werden kann, damit die Butter-Frischkäsemasse nicht gleich wieder warm wird und verläuft. Dafür nehmen sie einen Spritzbeutel, den sie erst mit dem roten und dann mit dem weißen Frosting füllen. Mit einer Sternhülle kann es dann losgehen. Fängt's auch schon an? Toll sieht es aus. Eine kleine Rose. Warum bin ich noch nie auf die Idee gekommen? Ich würde dir mal die anderen 3 überlassen. Ob ich das genauso schön hinkriege? Na klar. Naja. Sehr schön. Nein, es ist ein bisschen höher, ne? Ich habe immer so den Drang, in die Breite zu gehen. So, hübsch sehen sie aus. Und jetzt kriegen sie noch was drauf? Genau, wir haben ihnen so ein paar Streusel vorbereitet. Den kann man natürlich ganz oben draufsetzen. So, das ist jetzt mein Weihnachtscupcake. Perfekt.